same streets, pace my paces out to the same beat. Gotta be someplace that I can breathe, the air to freeze my lungs. All I believe, man, I have potential. Er sieht sich als Bollwerk gegen die FPÖ. Der ehemalige Verteidigungsminister, SPÖ-Bundesgeschäftsführer und jetzige Landesrat Norbert Darabosch. Er hat in der neuen rot-blauen Landesregierung die heiklen Asylagenten übernommen. Herr Landesrat, bei Ihrer Ernennung haben Sie sich selbst als Bollwerk gegenüber der FPÖ bezeichnet. Wie steht es denn nach 100 Tagen rot-blau und im Härtegrad dieses Bollwerks? Es ist so, dass wir diese 100 Tage aus meiner Sicht gut absolviert haben. Es gibt aus meiner Sicht eine klare auch Verbesserung in der Landespolitik, was beispielsweise den Bereich der Verwaltungsreform betrifft. Da hat es mit dem ehemaligen Regierungspartner ÖVP immer wieder auch Scharmützel gegeben, weil man aus Bündeinteressen gewisse Dinge nicht umsetzen wollte. Bollwerk habe ich so gesagt und möchte es auch so verstanden wissen, wenn es etwa Aussagen in Richtung rechts gegeben hätte, dann hätte ich mich als Erster zu Wort gemeldet, aber das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil, ich sehe eine friktionsfreie Zusammenarbeit mit den Blauen im Burgenland. Aber Sie sind für die Asylagenten zuständig. Was ändert denn eine blaue Regierungsbeteiligung an der Asylpolitik des Landes? Sie sagen richtig, ich bin zuständig für die Asylpolitik und ich versuche diese Asylpolitik so auch umzusetzen, dass wir Menschlichkeit und Humanität im Vordergrund haben und gleichzeitig auch operativ dafür sorgen, dass die Flüchtlinge im Burgenland gut versorgt werden. Auf der anderen Seite natürlich auch, und da bin ich durchaus mit der FPÖ einer Meinung, dafür sorgen müssen, dass beispielsweise ein verstärkter Kampf gegen Schlepperkriminalität angesagt ist, dass wir an der Grenze schauen müssen, wer reinkommt. Und halte das für eine gute Vorgangsweise. Sie wissen, ich war einige Jahre Verteidigungsminister, habe damals den Assistenzeinsatz an der Grenze gehabt und bin auch nach wie vor zu ihm gestanden. Und ich sehe jetzt in der Politik selbst auch keine Widersprüche zwischen Rot und Blau. Ganz im Gegenteil, wir machen diese Politik im Burgenland gemeinsam und wir haben ja bewiesen mit dem Durchschleusen von über 200.000 Flüchtlingen, dass wir auch in der Lage sind, das zu machen. Das heißt, die Asylpolitik des Landes hat sich nicht wesentlich geändert, seit die FPÖ in der Regierung ist, weil die SPÖ war ja auch. Nein, es hat sich überhaupt nicht geändert. Wir stehen zu den Vereinbarungen auf Bundesebene, dass wir 3,4% der Flüchtlinge im Burgenland auch in die Grundversorgung übernehmen. Ich glaube, ich stehe für meine Person für Humanität und bin auch bereit, Tag und Nacht dafür zu kämpfen, dass diejenigen, die hier bei uns zu Recht um Asyl ansuchen, dieses auch bekommen bzw. auch anständig versorgt werden. Auf der anderen Seite stehe ich aber auch genauso dafür, das habe ich auch in den Jahren davor bewiesen, ich komme direkt aus einer Gemeinde, die an der Grenze ist, dass man auch die Grenzen so kontrollieren muss, dass eben nur jene hereinkommen, die auch legal um Asyl ansuchen können. Es hat sich also an der Flüchtlingspolitik aus meiner Sicht nichts geändert. Aber jetzt war erst vergangenen Sonntag Wien-Wahl und da war der Battleground zwischen SPÖ und FPÖ die Position in der Asylfrage. Und Sie sagen gerade, im Burgenland regieren diese beiden Parteien gemeinsam. Und eigentlich sind Sie da einer Meinung und da passt kein Blatt zwischen Sie. Wie passt das zusammen? Ich würde nicht sagen, dass kein Blatt zwischen uns passt. Wir haben unterschiedliche ideologische Zugänge. Aber die burgenländische FPÖ ist nicht die Strache FPÖ, obwohl der Parteiobmann der FPÖ mit Heinz-Christian Strache befreundet ist. Aber in der politischen Ausformung, und um das geht es, sehe ich hier schon große Unterschiede zur Bundes-FPÖ und es ist unsere Aufgabe, routiniert ein Regierungsprogramm abzuarbeiten und da ist aus meiner Sicht kein einziger Punkt drinnen, der eine Zusammenarbeit mit den burgenländischen Freiheitlichen nicht zulassen würde und das tun wir auch und Wien ist Wien und das Burgenland ist Burgenland. Seit wenigen Tagen, seit dem 1. Oktober, gilt ein Durchgriffsrecht des Bundes in Asylfragen, das heißt der Bund kann auch über die Gemeinden salopp gesagt drüberfahren. Sie haben das als durchaus positiv bezeichnet. Ihr Landeshauptmann hat, Zitat, gesagt, er sei absolut nicht dafür. Wie einig sind Sie sich denn innerhalb der SPÖ in Asylfragen? Ich bin mir sehr einig mit dem Landeshauptmann. Ich habe am Beginn des
der Ankündigung der Bundesregierung durchaus positiv zu diesem Gesamtpaket Stellung genommen. Ich halte es nach wie vor als Gesamtpaket auch für ein gutes Paket. Beim Durchgriffsrecht sind allerdings einige kleine, ja, ich will nicht sagen falsch, aber doch Probleme eingebaut worden, wo man beispielsweise im Gegensatz zu dem, was angekündigt wurde, sagt, dass der Bund auch die Gemeinden insofern verpflichten kann, indem er selbst Quartiere beschafft. Nicht Bundesquartiere, sondern von privaten Quartiere. Das war nicht. Aber ist das nicht der Kern des Durchgriffsrechts? Also ist das nicht der Kern, dass der Bund eben nicht nur in Bundesquartieren, da konnte er es ja auch vorher schon zum großen Teil, sondern eben auch in privaten Quartieren Flüchtlinge unterbringt? Nein, er konnte es vorher nicht in Bundesquartieren machen, weil es hier auch baurechtliche Fragen und andere Fragen gegeben hat, die die Gemeinden auch den Gemeinden ermöglicht hat, hier auch einzugreifen. Das ist jetzt weg. Aber was mich mehr stört, ist erstens, man hat auch gesagt, dass Gemeinden über 2000 Einwohner nur hier in die Ziehung kommen sollten. Das ist jetzt nur mehr mit dem Titel vorrangig umschrieben. Aber grundsätzlich habe ich jetzt momentan kein Problem mit dem Durchgriffsrecht, weil es auch die Gemeinden und das Land fordert. Wenn wir die Quote erfüllen, dann kann es dieses Recht ja nicht geben. Also das ist für uns schon auch ein gewisser Ansporn, unseren Herausforderungen und Anforderungen gerecht zu werden. Wir haben nachgeschaut, in Ihrer Heimatgemeinde, in Kroatisch-Minihof oder in Nikic, sind zurzeit keine Flüchtlinge untergebracht. Würden Sie es begrüßen, wenn der Bund dann mit dem Durchgriffsrecht Flüchtlinge unterbringen würde? Ich glaube, es wäre nicht notwendig. Ich habe mit dem Bürgermeister auch gesprochen und es ist durchaus möglich, dass jetzt demnächst auch Flüchtlinge bei uns untergebracht werden. Unsere Maxime ist, in kleinen Gemeinden auch wenig Flüchtlinge unterzubringen, also kleinere Einheiten. Und ich habe mit den Einwohnern meiner Heimatgemeinde auch gesprochen. Und da hätte auch keiner ein Problem, ein, zwei Flüchtlingsfamilien in der Gemeinde aufnehmen zu können. Wir haben das ja schon in den 90er Jahren gemacht. Unter anderen Voraussetzungen gebe ich zu. Das war der Jugoslawienkrieg und die Sprachbarriere war nicht so stark wie jetzt. Aber wir haben es geschafft, hier auch 10 Familien zu integrieren und das wäre diesmal auch kein Problem. Sie waren Verteidigungsminister, Sie haben schon angesprochen, wir haben auch den Assistenzeinsatz lange politisch betreut. Wäre das überhaupt möglich, die Grenze im Burgenland zu sichern? Nein, es ist nicht mehr möglich, die Grenze durchgängig zu sichern, weil ja durch den Beitritt Ungarns und durch das Aufheben der Schengen-Grenze in diesem Bereich wir jeden Güterweg sichern müssten und das wird nicht möglich sein, aber eine verstärkte Kontrolle wäre schon möglich. In der rot-blauen Koalitionsvereinbarung fordern Rot und Blau effektivere Maßnahmen gegen illegale Migration. Was wären denn das? Ja, es ist das Bekenntnis dazu, dass man auch temporäre Grenzkontrollen einführt. Noch einmal gesagt, wir haben in den 90er Jahren hunderttausende illegale Flüchtlinge aufgegriffen und das müsste dann auch der Fall sein. Und man muss dann eben sehen, ob jemand, der illegal ins Land kommt, auch um Asyl ansucht oder nicht. Aber das wären die Maßnahmen, die zu setzen wären, nämlich verstärkte Grenzkontrollen. Und damit auch dafür zu sorgen, dass nicht sozusagen jeder ins Land kommen kann. Gab es Druck der FPÖ, hier stärkere Kontrollen einzuführen, hier einen stärkeren Kurs zu machen, weil es eben im Koalitionsabkommen steht? Nein, es gab keinen Druck der FPÖ. Der Landeshauptmann hat vor Monaten schon gesagt, dass er für die Einführung von temporären Grenzkontrollen ist und das hat nichts mit der FPÖ zu tun, sondern das ist auch Ausfluss der Meinung der Bevölkerung im Burgenland. Der FPÖ-Vizelandeshauptmann Schütz fordert nämlich auch eine Ausgangssperre für Flüchtlinge oder Benimmregeln, weil es, Zitat, zu sexuellen Handlungen gegenüber Personen an öffentlichen Orten gekommen sei. Wie viele Fälle von sexueller Belästigung durch syrische Flüchtlinge sind Ihnen denn im Burgenland bekannt? Keiner. Haben Sie das dem Herrn Schütz auch gesagt? Ich habe es ihm gesagt, aber er hat seine politische Meinung. Es ist so, dass sehr viele Dinge im Internet auch kursieren, in den sozialen Medien insgesamt. Das stört mich ganz persönlich, weil ich auch jeder
Verdächtigung nachgehe persönlich und ich konnte keine einzige verifizieren. Aber jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie sehen sich eben als Bollwerk bei solchen Aussagen der FPÖ. Haben Sie da den Koalitionspartner scharf genug kritisiert in den ersten 100 Tagen, wenn solche Aussagen gekommen sind? Wir leben in einer Demokratie und jeder kann sagen, was er sich denkt. Das heißt nicht, dass wir in einer Zwangsehe sind, sondern wir sind in einer Koalition. Und ich teile nicht jede Meinung des Landeshauptmannstellvertreters und diese schon gar nicht.